Lebensradauern? Ja. Ja. Okay. Die können wir jetzt natürlich auch nicht zusammenlegen. Da machen wir einfach ein Päckchen raus, was die dann nicht tun. Also bei dem Wind jetzt hier auf Deck oder so nicht zusammenzulegen, das ist glaube ich eine gute Idee. Jetzt wird die Genua, das große Segel vorne, getauscht durch die Fock. Die ist etwas kleiner, weil der Wind jetzt etwas stärker ist. Dazu müssen auch jetzt, muss die Schot durch einen anderen Block gezogen werden. Jetzt hier in den Block rein. Es wird langsam wieder kühler. Hier ist auch, das ist auch ein anderer Block hier. Jetzt werden die Schoten, die von der Genua getrennt wurden, an der Fock befestigt. Ich stehe hier an der Winde. Verschaffe mir jetzt einen sicheren Stand. Seil noch holen. Ach je, ich kann nicht. Was passt doch? Jetzt machen wir die Genua zu einem kleinen Paket. Weiß ich nicht. Also ist ja gut, wenn wir die vielleicht hier vorne. Mal sehen. Das ist übrigens mein Platz.
den ich mir jetzt seit Tagen fertig gemacht habe. Mit Kopfhörer, Brille. Da ist der Kopfhörer. Wasser ist auch irgendwo. Ja. So, jetzt wird die Genua zu einem Paket verschnürt. Hier haben wir noch eine Solardusche. Die haben wir aber jetzt, seit ich hier an Bord bin, nicht gebraucht, weil das Wasser ist warm und immer eine Abkühlung braucht. Und das kommt häufiger vor als eine warme Dusche. Dann springt man eben rein. Ah, ich meine gut. Nee, deine Relikwespe, nee, das hatte ich mal, aber das nee, ist noch nicht. Macht es nicht Sinn, die Backbord festzubinden? Backbord-Reling? Nee, macht nicht. Nee. Ja, das geht schon. Am besten wäre da, wo dein linker Fuß steht. Erstmal. Also, können wir vielleicht auch nahe aufs Achter kommen. So, wunderbar. Können wir vielleicht auch nahe aufs Achter. Sehr schön. So, angenommen. Sind wir die Cockpits gleich noch. Jetzt setze ich die Kurbel auf. Ganz wichtiges Teil. Wir haben nicht so viel davon, deswegen sollte die immer gut gehütet sein. Okay. Ah, da hängt noch was. Führer nach hinten und sagt dem, zieht erstmal die Fock dicht an der Schot und sagt gleichzeitig dem Autopiloten, er möge bitte wieder den Kurs aufnehmen. Und das ist jetzt passiert. Jetzt füllt sich das Segel mit Wind und es geht weiter. Ohne Genua, nur mit Fock und Großsegel. Scheiße! Ich höre ein großes Scheiße. Was ist jetzt? Ich geh noch rein. Thank you.
So, jetzt wart ihr fast live dabei, wie wir die Segel wechseln. Von einer großen Genua auf eine etwas kleinere Fock. Denn für die Genua und das Großsegel, also in voller Besegelung, ist der Wind schon etwas zu stark. Voraussichtlich Ankunftszeit auf Ibiza, Formentera, wird sein ungefähr 1 Uhr in der Nacht, so das Navi. Wir haben jetzt eine kleine Herausforderung mit den 4 Keilriemen des Motors. Das sind 2 Keilriemen für die Lichtmaschine und 2 Keilriemen für den Motor. Und wir wissen aber, wie wir das zu handeln haben. Also nicht für den Motor, was erzähle ich denn? Für den Anlasser. Der Anlasser ist hier an diesem Motor über 2 Keilriemen, mit 2 Keilriemen an der Schwungscheibe befestigt. Also treibt über 2 Keilriemen die Schwungscheibe an und damit wird also der Motor angelassen, gestartet. Und ja, die sollten auch mal getauscht werden. Die sind müde, rutschen durch. Wir haben aber auch noch eine Kurbel da, die können wir dann verwenden, wenn gar nichts mehr geht. Strom haben wir ja dank des Solarmoduls, das ich mitgebracht habe. Das ist hier an den Seiten genügend. Das geht jetzt hier von hier vorne, 5 Meter nach hinten durch. Und ja, liefert uns den Strom, den wir benötigen, um kommunikativ zu bleiben und auch den Kühlschrank zu betreiben. Ja, bei der Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Segelboot und einer Segeljacht? Also, Originalton Samyo, eine Segeljacht ist eine etwas vornehmere Ausdrucksweise für ein Segelboot. Aber ich würde sagen, das ist einfach nur ein Segelboot hier. Und jeder Luxus ist hier nicht vorhanden. Weder eine Salzwasserentsalzungsanlage, noch eine ordentliche Toilette, noch eine Dusche. Nichts ist da. Also die Toilette ist da, ja, aber sie ist auch nicht groß. Küche, Kardankocher gibt es auch nicht. Küche, Kombüse ist vorhanden, Kartentisch gibt es nicht. Das haben wir alles auf dem Handy. Insofern, wie gesagt, ein 9,5 Meter langes Segelboot mit einem Langkiel aus dem Jahre 1972. Die Segel kommen übrigens aus der Schweiz. Vogel und Müller, nicht August, Vogel und Müller. Ja, und wie ich den Grunzen, Raunen und Geräuschen des Bootsführers entnehme, ist ganz okay, so wie jetzt die Fock und überhaupt alles rangiert ist auf dem Boot. Ja. So, Samyo nimmt jetzt gerade den Gang raus und guckt mal, wie schnell wir noch sind. Das da drüben ist übrigens schon Ibiza.